Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Quent mit Paxis. Wir haben Stufe 7 erreicht, aber es hat auch nicht mehr so viel zu sagen, weil man kriegt jetzt einfach deutlich mehr Punkte, wenn man gewinnt im Vergleich zur Niederlage. Deswegen steigt man halt langsam einfach auf und das mit der Zeit und hat einfach den Vorteil, dass man halt entsprechend dann die Belohnungen bekommt. Ich meine, es gab zwei Fässer für die letzte Stufe, das ist doch nicht schlecht. Und jetzt schauen wir mal. Endlich mal kein Wettereffekt-Deck. Ich freue mich. So, zweimal Schwalbe, Tagesanbruch, Horn. Ach ja, ich hatte ja gesagt, ich will in Zukunft eigentlich Tagesanbruch mindestens einmal drin lassen, weil viele Decks mittlerweile vereinzelten Wettereffekt drin haben. Zweimal das. Da haben wir eine Neke, brauchen wir das. Also auf keinen Fall. Igni ist gut. Vesemir ist gut. Natalis brauchen wir eigentlich fast nicht, wenn wir die ganzen Booster haben. Wobei wir bei Natalis den Vorteil haben, wir können halt ein anders boosten. Ich glaube, ich lasse es mal so. Ach scheiße, wir haben ja gar kein Adrenalin raus. Das vergesse ich einfach manchmal, wenn wir den eigentlich brauchen. Aber vielleicht gewinnen wir einfach die erste Runde. Mal gucken. So, jetzt steht es 5-19. Also die Chance ist ganz gut, dass wir die Runde einfach gewinnen. Vielleicht spielt er auch diese komische 10er-Einheit aus, die auf meine Seite geht. Hm. Ich wusste es, ich wusste es. Und jetzt gibt er die Runde ab und wir brauchen kein Adrenalin drauf. Sehr gut. Oder? Ja, zieh eine Karte, wirf eine zufällige Welle, nicht gut, ab. Die brauchen halt irgendwelche krassen Strategien und deswegen machen die das, dass die... Naja, ist egal. Mal gucken. Ich habe jetzt auch wenigstens kein Rausch. Bitte zieh den... Wobei, wenn ich nachziehe, ist ein gutes Backup. Der ist gut. Na, ist ein gutes Backup. Ich bin nicht böse. Die Frage aber, was zum Zerstören hat. Ich spiele mal die zuerst aus. Ich kann den ja wiederholen mit den Neger, das ist das Schöne. Okay, wir haben Igni. Ich kann nicht mehr. Oh, gemein. Aber wir haben ja eine Neger. Ich kann nicht mehr. Soll ich daraus einen Schürhaken machen? Ich denke, ich booste erstmal ein paar, damit hier nicht wieder alles zerstört wird. Ja, bitte booste immer nur den einen, damit ich ihn damit irgendwie kaputt machen kann. So ein schönes, so ein schönen Konter mit Konter, so einen schönen Backup mit Adrenalinrausch. Und uns hat, haben die Hexer wahrscheinlich zum Sieg geholfen in der ersten Runde. Oh, Igni. Zwei Sechser gehen weg, aber damit kann ich noch leben. So, ist es jetzt sinnvoller, die Infanterie zu boosten oder die Speer, die ja eh schon deutlich mehr haben? Ich glaube fast, ich gehe auf die Speer. Falls er Nebel hat, I. Ich gehe das Risiko mal ein. Belästige mich nicht. Ich glaube, er hat keinen Nebel. Ich glaube, er hat keinen Nebel. Ob er Verbrennen hat, hätte er wahrscheinlich schon eingesetzt, oder? Ich werde trotzdem mal das Risiko nicht eingehen. Ich glaube, er hat ein Problem. Belästige mich nicht. Schade, Philippa wäre jetzt noch geiler, aber egal. Ich meine, selbst wenn er jetzt den Nebel hat. Oh, Art.
Aber er hat jetzt wahrscheinlich keinen Regen, sonst hätte er ihn ja vorher eingesetzt, um uns zu zerstören. So, ich denke, wir setzen jetzt mal Igni ein. Ich meine, wir bekommen die 16er Einheit kaputt, das ist schon mal nicht schlecht. Und Igni aufheben bringt ja nichts. Wir müssen ja trotzdem erstmal versuchen, die Runde hier zu gewinnen. Ah, 12, schade. Tagesanbruch hebe ich mit, glaube ich, mal auf. Aber ich glaube nicht, also er müsste ja jetzt wirklich Regen haben und den hätte er logischerweise vorher eingesetzt, ja. Das wäre ja sonst dumm gewesen, Art vor Regen einzusetzen. Nice, ersten beiden Runden gewonnen. Ist noch bald Stufe 21. Ach, wie angenehm das war. Erstens gewonnen, zweitens nicht gegen Wetter-Effekt-Deck. Nice. Aber der hat auch einen Wetter-Effekt drin, weil der hat Art drin, deswegen. Der wird auch mit Regen spielen, aber hat ihn zum Glück nicht gezogen. Was ziemlich krass ist, aufgrund der Tatsache, dass er so viele Karten gezogen hat. Alleine die Frau, die hat drei Karten gezogen. Ich weiß nicht, ob er mit Absicht vielleicht Regen nicht ausgewählt hat. Das kann natürlich sein. Aber da muss ich in Zukunft auch häufiger dran denken, wenn Regen ausgespielt wird und ich habe die Jäger da liegen, dann den Tagesanbruch direkt ausspielen. So, der spielt mit Brut. Das heißt, Philippa wäre gut. Ach nee, Quatsch. Ich habe jetzt gedacht, dass er der Gegner das wäre, der Typ da. Aber das jetzt ist der Gegner. Gegen die Decks habe ich in letzter Zeit auch richtig Probleme gehabt. Mal gucken. Dieses ständige Ziehen des ganzen Decks, das bringt mich einfach so kaputt. Das bringt mich so kaputt, das ist auch geiles Deutsch. Philippa kann immer geil sein. Natalis kann geil sein. Wir haben nur einmal die. Wir haben das, das, das. Ich glaube, wiederholen brauchen wir gerade nicht unbedingt. Das ist auch eine Karte, die kann man gut nachziehen, würde ich sagen. Die kann man gut nachziehen. Kann man sehr gut nachziehen. Die kann man sehr gut nachziehen. Wir haben auch keinen. Ach, wir haben Rausch. Wir haben Rausch. Ich überlege jetzt gerade doch, ob ich es so spiele. Krass, wir haben keine einzige Karte gewechselt. Wenn du eine Sonderkarte ausspielst. Oh Gott, dann geht die Kacke direkt los, wie es aussieht. Schwalbe 14. Jetzt könnten wir euch auch Schwalbe einsetzen, aber eigentlich will ich lieber. Wir haben mehr Angriff als der Gegner. 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 Er muss jetzt noch ziehen, er muss weiterspielen, wenn er gewinnen will. Wird er wahrscheinlich auch. Aber dann hat er halt zwei Karten weniger, damit kann ich leben. Und der hat wahrscheinlich keinen Wettereffekt. Das heißt, ich kann in der nächsten Runde boosten. Sehr gut. Schwalbe zweimal weg. Combo. Ach, er spielt auch mit Rausch, verdammt. Sieht man selten, aber da habe ich jetzt nicht so viel Angst, ehrlich gesagt. Ich habe wie gesagt Philippa. Ich hoffe, er geht vielleicht noch ein bisschen in die Runde rein. Aber selbst wenn nur die Karte einfach so liegen bleibt, wäre das nicht schlimm. Dann können wir immer noch mit Philippa das deutlich minimieren auf 11. Okay, dann fangen wir halt mal an. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Wir sind auch erstmal vor Verbrennen geschützt. Okay, davor erstmal nicht. Das ist schade. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Nochmal zerfetzen. Oh, mir fällt gerade ein, er kann sich schützen mit Quen vor Philippa, weil wir kein Igni haben. Eieieiei. Das könnte also eklig werden. Müssen wir aufpassen. Aber interessantes Deck, das habe ich so noch nicht gesehen. Aber macht, wie gesagt, nichts, macht nichts. Das können wir alles noch mit zur Zeit mit Philippa kaputt machen. Die Frage ist halt nur, ob er Quen hat. Wenn er Quen hat, haben wir wahrscheinlich ein Problem. Wahrscheinlich. Wir holen uns wahrscheinlich einen Hexer wieder, wenn wir jetzt den Hexer einsetzen. Ich überlege gerade, ob ich mit Roche wenigstens einen dieser Dreier zerstöre. Ich weiß halt nicht, ob der Quen hat. Eigentlich braucht er ja was zum Schützen. Eigentlich braucht er was zum Schützen.
Er braucht eigentlich was zum Schützen. Das ist das Problem. Aber selbst wenn er was zum Schützen hat, kann ich dann Roche auf den 34er einsetzen. Na, das würde auch gehen. Das würde auch gehen. Naja, das passt, das passt, das passt. Das macht nichts. Wir kommen eine Einheit auf jeden Fall platt. So, was spielen wir jetzt? Lass mich mal überlegen. Jetzt können wir eigentlich Natalis ausspielen. Ich nehme immer den falschen. Eigentlich muss ich immer den nehmen, der ja in der nächsten Runde noch jemanden holt. Okay. So, lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Lass mich ganz kurz überlegen. Schwalbe. Wie gesagt, solange er kein Quenna spielt, ist alles noch ein, ist alles safe. Philippa zerstört ihn dann. Das ist alles kein Problem, aber ist halt die Frage. Ist halt die Frage. Wann, wie, wo? Wann, wie, wo? Wann, wie, wo? Ich überlege halt, ob es Sinn macht, sich jetzt die Sanitäterin in die nächste Runde zu holen. Eigentlich, wenn Adrenalin. Aber vielleicht kommt Adrenalinrausch auch nicht, aber dann ist es wahrscheinlich eh vorbei. Das ist jetzt gerade eine schwierige Entscheidung, was ich als nächstes ausspiele. Ja, überlegen, Horn auszuspielen. Aber wenn ich das Horn jetzt ausspiele. Na, ich glaube, ich setze ein. Ach, es klappt sogar. Verdammt, da hätte ich natürlich warten können mit meinem Donnertrank. Blitz, wie gemein. Ich will einfach nur warten, bis er alle Kombos ausgespielt hat. Also Quen hätte er schon lange eingesetzt, weil man kann Quen ja einsetzen und dann immer noch boosten. Das ist ja kein Problem. So, dann können wir jetzt eigentlich den mitnehmen. Ja, wir haben gewonnen. Sehr geil. Von 274 auf 16. Sehr geil. Ja, so geil. Oh, I love it. Danke, Philippa. Danke, danke, danke. So, brauchen wir schon wieder nur 100 für den nächsten Level? Ich glaube, ne? 2100 war es doch. Quen wäre halt ziemlich gefährlich geworden. So, zweimal Donner, Atri. Dann haben wir das, das. Die hätten wir nicht unbedingt gebraucht, die Sanitäterin in der Runde. Priscilla kann ich mir mit ihr leider nicht direkt wiederholen. Ich glaube, das brauche ich gerade nicht. Rosh, Rosh, Rosh. Was hatte er? Oh, ich habe mir nicht. Was war denn das für ein Gegner? Fuck. Igni ist gut. Hexer ist gut. Priscilla ist gut. Die zwei. Aber es ist wenig, wenig zum Boosten. Wenig, wenig, wenig. Oh, ich glaube, ich lege Rosh ab. Ich will noch was zum Boosten haben. Oh, Philippa, ne, ich will was zum Boosten haben. Oh! Geil, aber ich will was zum Boosten. Hat ja richtig gut funktioniert. Wir ziehen Scheiße, Mann. Fuck. Wahrscheinlich gibt er die erste Runde eh wieder ab. Das heißt, wir können uns Priscilla für die nächste aufheben. Vielleicht ziehen wir mit ihr was zum Boosten. Das wäre okay. Schwalbe wäre geil. Oder wir ziehen jetzt einfach mal noch zwei geile Karten nach. Es wird uns wahrscheinlich wieder eine Karte geben und es stärker machen. Die erste Runde abgeben. Dann haben wir einen schönen Backup mit. Oh, vielleicht aber auch nicht. Oder er will die Karte einfach im Friedhof haben.
Ich überlege gerade, ob ich Priscilla ausspiele, aber eigentlich will ich lieber in der nächsten Runde ausspielen. Wir haben noch 9 Punkte Vorsprung, das reicht eigentlich. Man muss jetzt noch mindestens eine Karte ausspielen und normalerweise haben die Decks keine starken Einzelkarten. Das heißt, er bräuchte jetzt wahrscheinlich 2 Karten, um noch zu gewinnen. Dann würde er auf 7 gehen und wir hätten 3 Karten Vorsprung. Ich wusste es, dass die abgeben. Das ist meistens. Also wie gesagt, für mein Deck ist es meistens ganz gut, wenn die erste Runde easy gewonnen wird und man dann noch Adrenalinrausch als Backup hat. Ich hätte zwar lieber Schwalbe gehabt, aber wenn ich dreimal natürlich die Infanterie habe, das birgt auch eine gewisse Gefahr. Weil alle gleich stark sind. Oh, aber es kann kein Donnertrank mehr kommen. Das heißt, ich kann eigentlich eine Infanterie ausspielen und dann Priscilla, um mit, vielleicht mit Schwalbe irgendwas Cooles zu machen. Das gucken wir mal. Haben wir schon was im Friedhof? Ja, die drei Hexer, okay. Gemessen an dem, was so ein Hexer im Spiel drauf hat, ist es eigentlich ziemlich schwach, was die an Stärke mitbringen. Ich meine, klar, die haben so wenig Stärke, weil sie halt sich gegenseitig rufen. Der Effekt sonst zu übermächtig wäre. Aber vom Prinzip her, muss man sagen, das ist eigentlich unfair, dass sie so wenig Stärke haben. Kunst ist. Oh, das Horn, aber Tagesanbruch bringt jetzt gar nichts. Das Horn ziehe ich eh nicht nach, von daher nutze ich das Horn jetzt, oder? Tagesanbruch bringt jetzt gar nichts, würde ich sagen. Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir halt auf doppelte Strategie. Wir boosten einmal die Jäger und einmal die Infanterie dann mit dem Donnertrank dreimal. Okay. Danke für diesen einfachen Sieg. Keine Ahnung warum, aber vielen Dank. Ja, ich wollte halt überlegen, aber mein Plan wäre gewesen, auf die Jäger zu spielen, den Horn, das Horn und dann die Infanterie mit dem Donnerdrang zu boosten. Dann haben wir zwei relativ starke Reihen und der kann nicht beide kaputt machen. Oh, Hänsel, ach, Lisa gegen die. Ich weiß gar nicht, habe ich das letzte Mal gegen das Golddeck gewonnen? Ich glaube, da habe ich auch verloren, ne? Ich verliere einfach ständig gegen die. So, Rausch, das. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Horn ist gut. Rausch. Ja, mit Rausch können wir zumindest einen dieser komischen Türme kaputt machen, falls das kommt. Ich glaube, ich muss es so lassen. Wobei Igni hilft ja nicht gegen Goldeinheiten, fällt mir gerade ein. Aber Igni ist halt fast immer Game Changer. Wir haben nur eine Boost. Wenn wir noch eine Infanterie ablegen. Och, wir ziehen den Jäger nach. Och, ich muss die Infanterie nur behalten. Fuck. Aber ich brauche eigentlich noch was zum Boosten. Nur ein Donnerdrang und Horn, das ist scheiße, weil ich dann wieder Probleme habe gegen Igni und Verbrennen. Und der hat auf jeden Fall Verbrennen im Deck bei den ganzen Goldeinheiten, die er hat. Also bekommen wir wenigstens einen Turmblatt. Das ist besser als nichts. Den er wahrscheinlich einfach wiederholen wird. Ja, und dagegen können wir halt leider gar nichts machen. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich den Hexer für die nächste Runde aufhebe, weil die Combo macht meistens meine Combo komplett kaputt. Rausch jetzt aber auszuspielen wäre auch sinnlos. Jetzt einfach abzugeben wäre aber auch. Nee, ich muss die ausspielen. Scheiße, Mann. Zeitverschwendung genug. Aber die nächste Runde gebe ich einfach ab, würde ich sagen. Egal, was passiert. Höchstwahrscheinlich. Oder spielt Priscilla nochmal aus? Priscilla, wenn ich Priscilla ausspiele und dann Schwalbe zum Beispiel ziehe, dann mache ich halt plus 12. Plus Priscilla, also plus 14. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, ich glaube sogar, ich mache das, weil damit können wir, wenn es funktioniert, ah, Schwalbe ist auch noch nicht, Donner ist auch nicht so schlecht. Wenn es funktioniert, dann ist immer ein plus 8, mit ihr plus 10, dann haben wir jetzt einen ziemlichen Vorsprung und können die Runde abgeben.
Ja, er kann sich das holen, wie er will, ist mir egal. Jetzt haben wir 27, 18, alles ist gut. Er hat jetzt schon eine Karte weniger, wir haben 9 Punkte Vorsprung, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Mit einem ganz klein wenig Glück ziehen wir vielleicht eine Neke nach. Das wäre angenehm, dann können wir Priscilla nochmal nutzen. Ich sag ja, der Baron ist halt quasi eine zweite Neneke, ne? Und ist eigentlich noch besser als eine Neneke, weil er Gold ist. Stärker. Bist du einer der unseren oder nicht? Simons, oh nein, nicht das. Mach nicht diesen Scheiß. Mach nicht diesen Scheiß, verdammt. Lass uns nicht gleich dann spielen. Ich hasse das. Oh, ich hasse das! Weil mein Rauch jetzt nichts mehr bringt. Aber damit kann ich halt, also davon darf ich halt nie ausgehen, deswegen was soll's. Ich sag ja, Roche hat genau einen Angriffspunkt zu wenig. Wenn der 6 Angriff hätte und 6 zerstören, also Stärke verringern, das wäre viel besser, weil es gibt so viele Einheiten, die haben 6 Stärkepunkte. Ja, gegen den kann ich es einsetzen, immerhin. Er hat ihn halt nochmal, aber jeder Turm weniger ist gut. Hat jetzt auch schon zwei andere Einheiten im Friedhof. Er darf garantiert irgendwas wiederholen. Hat dreimal die Balliste drin. Mal gucken, was er nimmt. Er nimmt den Turm. Na, ich kann leider nichts dagegen machen. Vorerst. Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Was kann ich für dich tun? Auf jeden Fall so schnell wie möglich Igni ausspielen, wenn es irgendwie mal irgendwann funktionieren sollte. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Er hat bestimmt verbrennen, er hat bestimmt verbrennen, daran muss ich immer denken. Plus 7. Es wäre natürlich geil, wenn ich den Turm kaputt bekommen würde. Ich bekomme den Turm kaputt, zumindest einen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Deswegen jetzt Igni einsetzen, bevor. Er würde nämlich die ganze Reihe bestimmt vergolden, deswegen machen wir das mal. Ja, das ist egal, ich habe da eh nichts mehr dagegen. Also ich kann nichts dagegen machen, das ist egal. Spielt keine Rolle. Muss kurz überlegen, wie mache ich das am besten jetzt? Heftige Combo, ich glaube, ich werde verlieren. Ich bin zu alt für diesen Mist. Machen. Oh, er hat verbrennen, aber er bringt nur die Neuner kaputt. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Er kann natürlich noch Igni haben. Wird nicht reichen, oder? Hat natürlich Frost. Sehr geil. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit haben wir verloren. Herzlichen Glückwunsch. Ich sag doch, gegen dieses scheiß Hänsel-Deck, dieses Gold, also ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gewonnen hatte, aber wir haben die meisten verloren einfach dagegen. Und ich kann auch nicht mal so richtig nachvollziehen, wieso, weil eigentlich soll uns das scheißegal sein, aber
seine Karten vergoldet. Aber ich glaube, es war auch beim letzten Mal so, dass ich gewonnen hätte, wenn er nicht den Wettereffekt eingesetzt hätte. Ich glaube, diesmal hätte ich trotzdem verloren, aber war es halt heftig. Naja, egal. Wir haben jetzt einige Spiele gewonnen gehabt. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch. Boah, ich bin echt am Überlegen, ob ich mir den Baron baue, weil das sollte eigentlich schon geiler sein als Roche. Baue ich mir den? Baue ich mir den? Ach, nicht Deckschmiede-Sammlung. Baue ich mir den? Baue ich mir den Baron? Baue ich mir den Baron? Das war halt wieder das. Hänsel-Decks sind halt einfach Decks, da ist es geil, wenn man Zerfetzen drin hat, da ist es geil, wenn man den Donner drin hat, aber wie gesagt, es ist zu oft sinnlos, es bringt einfach zu oft nichts. Es ist, kann Dead Draw sein. Und ich gewinne auch viele Spiele so, ohne dass ich die im Deck habe, es macht einfach keinen Sinn, die reinzunehmen. So, lasst mich kurz überlegen. Also erstmal holen wir uns 800 Scraps und dann kann ich ja immer noch überlegen, ob ich darauf Bock habe oder nicht. Na? So, wir haben auf jeden Fall genügend Karten zum Malen. Hier, die haben wir jetzt schon dreimal zu viel. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwann mal ein Deck haben, wenn wir mal die dreimal reinnehmen, aber egal. Sechsmal. Halt. Achthundert, so, das war's. Und jetzt. Es gibt bestimmt noch andere geile Karten, die man sich bauen kann, aber. Mir macht mein Deck halt momentan ziemlichen Spaß und ich denke, also es wird auch, ich werde es auch nicht auflösen, logischerweise, das Deck. Ich lasse das Deck ja. Und bin immer wieder ein bisschen am Verbessern. Und das wäre halt wieder so eine kleine Verbesserung, den Baron reinnehmen. Statt dem Birnen Roche. Ich meine, wann, wie gesagt, wann bitteschön kommt der Effekt geil von Birnen Roche? So gut wie nie. Aber eine gezielte Karte aus dem Friedhof wiederholen kommt so oft geil in meinem Deck. Und wenn es die Infanterie ist oder ein Haudegenjäger oder Priscilla am besten natürlich. Glaube ich, mach's. Herzlich willkommen, blutiger Baron. Finde jetzt die Karte ehrlich gesagt nicht so cool vom Artwork her, also, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach den blutigen Baron als Charakter so nicht so sehr mochte im Spiel. Deswegen habe ich leichte Abneigungen, aber egal. Nehmen ihn rein. Ich wollte nur noch mal kurz gucken, ob dann immer noch der Hinweis kommt. So, ich bin gespannt. Ich werde auch direkt noch ein Spiel machen in der Aufnahme, extra long wieder. Ich habe einfach Bock, den jetzt nochmal zu testen. Vielleicht, ich muss ihn ja nicht ziehen, aber meistens zieht man die Karten, weil man einfach nicht so viele verschiedene hat. Und bei 11 Startkarten. Oh, Volltest, Stufe 9. Sehr geil, oder Rang 9. Ah, wir haben ihn natürlich direkt auf der Hand, nice. Horn, Donner, Adi, das zweimal, die bringt nichts. Eine Neke, jetzt Priscilla wäre halt Gold. Blutiger Baron und eine Neke, blutiger Baron und eine Neke. Brauchen wir eigentlich nicht zweimal auf der Stadthand. Die Heiler.
Dann lege ich eine Neger ab, weil blutiger Baron ja stärker ist. Tagesanbruch. Ich hatte mir eigentlich geschworen, ihn einmal zu behalten, aber ich will eigentlich lieber noch eine Boostkarte. Wobei, 2 von 3. 2 von 3. Wenn ich jetzt wieder scheiße ziehe, rege ich mich wieder auf. Nee, ich probiere es mal so. Ich denke, mit Philippa und Igni haben wir auch wieder ganz gute Konterkarten gegen die wahrscheinliche Infanterie oder halt einfach das. Okay, interessant. So, er muss ihn jetzt doppeln, damit er Gold bekommt. Dann wäre der Effekt weg. Er hat jetzt schon eine Karte weniger als ich. Let it rain. Mach's einfach. Fühl dich wohl. Er macht's auch. Sehr schön. Warum rufst du denn direkt alle? Hä? Wo liegt denn da jetzt das hin, dass er das... Ach so, vielleicht damit er den Detra rausbekommt. Also er will das vielleicht nicht nachziehen in der nächsten Runde. Keine Ahnung. Aber wenn Kombos verloren gehen, ist das erstmal nicht schlecht. Oh, wir ziehen den Jäger nach. Mann, aber wenigstens noch eine Boostkarte. Wenn auch keine einzelne, die mir deutlich lieber gewesen wäre. Sag, dass das ein Witz sein soll. Oh, er hat häufiger die andere Karte drin und zieht die. Das ist natürlich ärgerlich, weil die hätte ihn, glaube ich. Ach doch, die hätte ihm was gebracht. Deswegen hat er es wahrscheinlich gemacht. Ah, okay, alles klar. Los jetzt. Los jetzt. Bist du sicher? Er zieht nach, okay. Die Karte hätte ich auch gern gehabt. Er boostet mal eine Runde. Interessant, dass er die Karte hat. Ich kann nicht mehr. Aber ich glaube, ich werde dann auch erstmal Zusammenkunft ausspielen, um zu gucken, ob ich noch eine Infanterie ziehe. Habe ich schon was im Friedhof? Ja, genau, die Hexer. Falls ich auch meine Heilerin ziehe. Wie viel macht er nochmal, wenn ich will? Er macht 8 plus 4, 12. Okay. 12. Wenn ich möchte. Wobei, ich könnte ihn natürlich auch einfach jemanden wiederholen, weil dann macht er ja 8, 9 und dann plus 7 macht er dann 16. Er will nochmal ziehen, okay. Ich habe nichts Einzelnes zum Boosten, das ist ein bisschen gefährlich. Irgendwelche letzten Worte? Das ist ein bisschen gefährlich, das ist sehr, sehr gefährlich. Aber ich glaube, ich muss das Risiko eingehen. Das ist ultra gefährlich. Wenn er Verbrenner hat. Ah, und Igni reicht ja auch schon, fällt mir gerade ein. Dann können die leider nicht beide zerstören. Wir können sie auf eins setzen. Okay, oh, das ist heftig, aber ich muss es riskieren. Ich muss es leider riskieren. Oh, er hat verbrennen. Scheiße. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich muss ja die Runde gewinnen. Da, 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 da. Stehen die Dinge. Bist du einer der unseren oder nicht? Scheiße, als wenn das ahnen würde, was ich vorhabe.
Problem ist, wenn ich die reduziere, das bringt mir halt relativ wenig. Fuck, fuck, fuck. Ich kann die 7er kaputt machen mit Igni. Kann die 7er kaputt machen mit Igni. Ich habe nichts zu verlieren. Ich bin zu alt für diesen Mist. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Du hast dich mit der falschen Zauberin angelegt. Jetzt können wir die zwei Achter kaputt machen. Das ist doch schon mal geil. Ah, Philippa werden wir nicht mehr so sinnvoll einsetzen können. Scheiße, ich habe gehofft, dass er das auf Geralt macht. Dann hätte ich jetzt mit Igni aber schön reingebumst. Es wird nicht reichen. Oh, er gibt ab. So, wenn jetzt verdoppelt, haben wir 26. Moment mal, Philippa. 1, 2, 3, 4, 16, 27. Das reicht auch nicht. 41, 9, 10, 19, 25. Das reicht auch nicht. Scheiße. Müssen das Horn einsetzen. Und Philippa. Na mal gucken, er hat nur noch eine Karte. Vielleicht reicht's, vielleicht reicht's. Er hat nur noch eine Karte. Und ich habe noch zwei gute. Oh, wir ziehen die Nägel nach. Sehr gut. Siehst übel aus, aber du wirst überleben. Was holen wir, was holen wir, was holen wir? Nicht viel übrig von dieser Welt. Also 45, wenn er das schafft mit zwei Karten, dann herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, jetzt geht die Todeskombo los. Oh Gott. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt's von dir nichts mehr einzusammeln. Sollte aber eigentlich trotzdem nicht reichen, oder? Das reduziert auch seine auch. 12,37, was macht er denn jetzt? Ist doch einfach nur wieder, um Zeit zu verschwenden, oder? Ich habe nichts zu verlieren. So, komm, das reicht nicht. Das kann nicht reichen, ey. Kein schlechter Einfall. Das kann nicht reichen. Was soll er denn jetzt noch krasses ziehen? Das kann nicht reichen. Komm schon, das reicht nicht. Das reicht nicht. Komm schon. Komm schon, es reicht nicht. Komm schon. Komm schon. Es darf nicht reichen. Es darf nicht. Okay, jetzt reicht es auf gar keinen Fall mehr. Niemals. Jetzt hat er jetzt eine Karte. Oh Gott, da macht's aber auch spannend. Das reicht nicht. Komm schon. Es darf nicht reichen. Es reicht nicht. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Ach, wir haben gewonnen. Nice. Hat das auch nochmal richtig spannend gemacht. Oh, neue Stufe, 50 Erz. Ich glaube, wir brauchen echt nur noch einen Sieg, oder? Da haben wir doch 2100. Nice. Machen wir noch ein Fass auf und passt auf, jetzt teamen wir den Baron. Triss würde mir jetzt gar nichts mehr bringen. Ich hätte eigentlich keine Karte, die ich für Triss rausschmeißen, also keine Goldkarte. Wetter haben wir noch gar nicht. Zerstöre zweimal nacheinander die schwächsten Nicht-Gold-Einheiten. Erneuern. Und ist es genau, wie ich gesagt habe. Ist es irgendwie auffällig oft, dass drei richtig krasse Karten auf einmal kommen. Erneuern, lass eine Goldeinheit wieder aufstehen. Und Kairan. Zerstöre drei loyale
nicht Goldeinheit und füge deren Stärke, der Basisstärke dieser Einheit hinzu. Wenn diese Einheit entfernt wird, setzt ihre Basisstärke auf 8. Kairan. Gibt auf jeden Fall Decks, die damit spielen. Ich glaube, Pavetta brauche ich auf jeden Fall nicht. Ist ja für mein Deck quasi. Die schwächsten Nicht-Gold-Einheiten. Ne, ist auch eine Silbereinheit. Erneuern ist sinnlos. Man hat nur 4 Gold-Einheiten im Deck. Das finde ich total schwachsinnig. Ja, Kairan. Er ist auf Garantie auch teuer. Da kostet auf Garantie 800. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.